Hey zusammen, ich bin heute endlich mal wieder gesund. Ich war jetzt, glaube ich, vier, fünf Tage total krank und lag nur im Bett und hatte Fieber und Ohrenschmerzen und Kopfschmerzen, keine Ahnung was alles. Und heute Morgen bin ich aus dem Bett gesprungen und war total fit und hatte das Gefühl, heute musst du irgendwann machen. Ich bin dann natürlich direkt einkaufen gegangen, so wie die Hausfrau das macht, beziehungsweise Ehefrau. Und das Schöne war, direkt neben unserem Einkaufsladen ist natürlich der DM und ich musste natürlich mal wieder in DM rein und habe mir tatsächlich jetzt endlich mal wieder eine neue Haarfarbe gekauft, weil mich meine Haarfarbe total abfuckt. Und ich habe mir dann gedacht, na, guckst du mal und so und überhaupt. Und Ergebnis war natürlich, ach, sie hatte gerade dieses tolle neue Olia aufgebaut, das Regal davon. Und das hatte mich eher interessiert. Ich habe mir ja vor zwei, drei Monaten hatte ich mir die Haare abschneiden lassen und hatte dann die wahnsinnig tolle Idee, tust du die Ombre reinmachen? Ja, habe das dann mit meinem Mann zusammen gemacht. Besser gesagt, ich habe das meinen Mann machen lassen. Und er sagte noch, Schatz, ich kann nichts garantieren. Du weißt, ich habe zwei linke Hände in so was. Und ich so, ja, komm, mach. Ja, war dann nicht hier, war dann hier oben. Dann habe ich gesagt, ich lasse das jetzt erstmal rauswachsen. Man sieht das jetzt nicht so gut, doch hier sieht man es vielleicht. Die Haare sind jetzt auch fettig, ich habe es jetzt extra nicht gewaschen. Soll man ja vom Kolorieren nicht machen. Die sind mittlerweile ganz gut rausgewachsen. Aber keine Ahnung, ich hatte jetzt einfach den Bedarf, meine Haare wieder zu färben. Und habe lange überlegt, tust du sie dir wieder blond färben oder lässt es sie vielleicht doch wieder braun? Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Früher hatte ich sie doch immer blond. Die Erkältung steckt noch leicht in meinen Adern, habe ich das Gefühl. Früher hat ihr blond gut gestanden, aber ich glaube, ich bin einfach ein paar Jahre älter geworden und braun passt einfach gut. So. Und ich stehe ja dann immer, wenn ich im DM bin, vor diesem Regal mit den 1000 Farben und überlege mir, was könntest du denn heute und dies und das und vielleicht doch die Farbe oder ein hellbraun, schokobraun, dunkelbraun, karamellbraun. Dann gucke ich doch wieder beim Blond nach, dann auch mal beim Rot und beim Lila. Also ich bin da ja eigentlich kreativ. Ja, und stehe dann da immer ewig lange. Heute stand ich da nicht lange, heute habe ich nicht lange überlegt. Ich habe mich für dieses Olia entschieden. Das ist ja jetzt ganz neu, relativ. Und zwar ist das auch eine Koloration, aber ohne Ammoniak und mit 60% Ölen. Das soll relativ gesund sein für die Haare, relativ. Und soll die Haarqualität verbessern. Also man soll das angeblich sehen. Ich bin mal gespannt. Ich habe es mir in der Farbe Karamellbraun geholt, 6.3. Da waren so Haarsträhnen zum Testen, wie sehr es deiner Naturhaarfarbe gleich schaut. Ne? Und dementsprechend habe ich mich jetzt mal für die 6.3 entschieden. Ich hoffe auch, dass es nicht wieder so extremst dunkel wird, ja? Weil so ganz extremst möchte ich das nicht mehr. Also so ungefähr soll das werden. Seht ihr das? Meine Kamera ist in der Hinsicht scheiße, da kann ich nicht immer so. Naja, und ja, ich wollte das jetzt mal testen und wollte euch da mal dran teilhaben. Ich habe so einen Produkttest noch nie gemacht mit Haare färben. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Ich habe, wie gesagt, hier jetzt meine Haare ein bisschen zu. Ich kann euch ja später vielleicht ein Bild mal einblenden, wie meine Haare gewaschen aussehen. Das ist ja immer ein bisschen Unterschied. Aber ihr seht, also ich habe hier, meine Naturhaarfarbe ist relativ krass wieder rausgewachsen. Und das ist eben dieses Ombre. Ich fand, das war kein Ombre. Das ist eine Krankheit. Das sieht total ausgewaschen, so assi aus. So. Und ich möchte wieder Glanz in meine Haare haben. Und das testen wir mal. Das heißt, ich werde mir jetzt mal mein tolles Oberteil zum Färben anziehen. Mein schwarzes, tolles T-Shirt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Im Badezimmer. Bis gleich. Oh, hallo. Da sind wir wieder. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen aus dem Bild. Das ist mein Badezimmer. Sieht gut aus, ne? Hier steht noch eine Kerze in grün und so.
Ich packe das jetzt mal aus. Ich mache ein Unbox für euch. Video. Das ist die Bedienungsanleitung. Anwendungshinweise etc. Relativ unwichtig. Ich lese mir sowas nie durch. Manchmal vielleicht schlecht. So. Das hier ist das Mixdingens. Aha. Das hier ist die Entwicklercreme. Das hier, was ist das? Oh, das ist der Conditioner. Krass. Also da ist richtig viel drin. Das ist die Pflegekur. Das sind 54 Milliliter drin. Also das ist nicht nur für Einmalanwendung. Sehr cool. Dann haben wir hier die Kolorationscreme. Und dann haben wir hier Handschuhe. Und diesmal in schwarz und nicht in weiß. Super. Ja, jetzt habe ich das alles hier. Ups, Entschuldigung, Kamera. Ganz klar, jetzt gucken wir mal ganz so kurz. Aha, so. Hier an der Rückseite, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist so was Geriffeltes. Das soll man... Oh Gott, wie soll das gehen? Huch! Ja, ganz toll. Da soll man... das war jetzt sehr ungeschickt. Das, seht ihr das? Wow. Da soll man das hier reinstellen. Ja, das ist ja Quatsch. Damit das Ganze hält, ich finde das aber gerade, hält das überhaupt nicht. Naja, geht. Ich mache das doch richtig, ne? Ja, genau. So, dann soll man da die zwei Farben reintun, zumachen und schütteln. Dafür brauche ich aber nicht das Ding. Das steht auch so. Oh, Quatsch. So, Kolorationscreme. Kommt da rein. Sollte man vorher aufmachen. Hoch. So. Ich mache das immer. Seht ihr das? Ich gebe mir sehr viel Mühe, dass ich da... So, ich gebe das jetzt hier rein. Okay, doch relativ einfach. Ohne Probleme. Einmal. Ich tue das mal kurz wegschmeißen. Ich tue mal kurz meine Hände direkt waschen. Ist ein bisschen was rangekommen. Da bin ich immer sehr penibel. Das stelle ich mal auf Seite. Und dann kommt die Entwicklercreme da rein. Ich rieche da immer dran. Ich finde... Ah, okay. Das geht auch ganz easy. Das läuft doch relativ leicht raus. Überhaupt kein Problem eigentlich. So, ist da alles raus jetzt? Na, viel scheint das ja nicht zu sein, finde ich jetzt, ne? Irgendwie. Das sieht recht wenig aus. Wenn ihr das so seht, ist bis hierhin voll. Nun ja. Egal, jetzt machen wir dazu. Und jetzt wird geschüttelt. Shake, shake it, baby. So. Geshakt. So, ich habe jetzt alles soweit vorbereitet und ich würde euch jetzt auch wirklich gerne zeigen, wie genau ich das auftrage etc. Da ich aber zu klein bin und man mich da nicht wirklich hier im Spiegel sehen würde, wie ihr seht, und ich auf Zehenspitzen stehen müsste, lasse ich das jetzt mal lieber. Ich werde es logischerweise einfach hier
Ich werde hier am Anfang, darf ich euch vorstellen, mein kaputter Kamm. Ich habe ihn schon so viele Jahre. Und er ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Er ist nur leider fast schon tot. Ich werde hier am Ansatz anfangen und werde dann hier das dann immer so stufenweise machen, hinten auch. Werde das dann so im Prinzip einreiben und durch die Spitzen werde ich das dann grob drauf tun, einreiben, dann durchkämmen. Und wenn ich hiermit nicht durchkomme, nehme ich Stiel und tue auch nochmal schön durchkämmen, sodass ich auch wirklich das Gefühl habe, dass die Farbe überall ist. Vor allem in den Spitzen, dadurch, dass das natürlich alles ein bisschen heller ist. Ne? Ja, und wie gesagt, tut mir leid, dass ich euch das jetzt so nicht zeigen kann, aber ich denke, da ist jetzt auch keine große Kunst dahinter. Wichtig ist ja im Nachhinein das Ergebnis. So, und jetzt merkt euch vielleicht nochmal diese beschissene Haarfarbe, wie man sieht. Und dann werde ich mich gleich zeigen und euch erzählen, wie gut es mit Auftragen und Verarbeiten war. Bis gleich. So, gefühlte 10 Minuten später bin ich jetzt mit dem Färben durch, wie ihr sehen könnt. Ich bin angemalt. Ich muss sagen, das erste Positive, was mir aufgefallen ist, dass das nicht so ekelhaft stinkt. Also das hat einen sehr, einen sehr angenehmen Duft. War auch nicht so stechend. Das ist ja meistens der Ammoniak, der so krass riecht. Da ist ja kein Ammoniak drin. Trotzdem sehr angenehm im Duft. Im Auftragen ganz normal, wie die anderen Kolorationen, ja. Ich fand aber, dass, also obwohl es so wenig aussah, doch sehr ergiebig war. Also man hätte damit auch wirklich doch schon, denke ich, auch schulterlange bis ein bisschen längere Haare damit färben können. Also von der Menge her ausreichend. Was mir jetzt auch noch positiv aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, es bleibt ja meistens sehr viel an den Ohren hängen, ja, wenn man da ein bisschen die Konturen machen will. Oder es kann auch ab und an mal passieren, dass irgendwie aus Versehen was hier auf die Stirn fliegt. Es ist ein bisschen bei mir was ans Ohr gekommen, aber das hat nicht direkt so krass abgefärbt. Das hat mich sehr positiv überrascht, denn meistens musste ich echt gucken, oh Gott, es ist direkt auf der Haut, jetzt muss ich mich beeilen, sonst könnte das. Überhaupt nicht, das sieht man gar nicht mehr, das ging so easy runter, das ist wirklich wunderschön und das hat mich wirklich auch gefreut. Ansonsten hoffe ich, dass das ein gutes Ergebnis wird. Ich bin schon ein bisschen nervös. Gerade weil ich halt doch recht blonde, also halt nicht blond, das war ja ausgewaschenes irgendwas. Da die Spitzen und Längen ein bisschen heller waren, hoffe ich wirklich, dass das alles schön nimmt und schön settet. Ich muss jetzt 30 Minuten warten. In der Zeit werde ich mich ein bisschen andersweitig beschäftigen und werde euch dann gleich nach dem Auswaschen oder kurz vor dem Auswaschen nochmal begrüßen. In diesem Sinne. Bis gleich. So, jetzt sind 25 Minuten rum. Ich gehe jetzt sofort ins Badezimmer und werde es auswaschen. Ich bin schon ganz gespannt. So vom Äußeren hat sich nicht viel verändert, wie ich finde. Es ist relativ hell geblieben. Ich hoffe auch, dass es dann auch so auf dem Kopf aussieht. Nur hoffentlich mit keinem Rotstich. Ich hasse nämlich Rotstiche im Haar. Mein Kleiner, der wollte jetzt auch schon die ganze Zeit ein bisschen so an die Haare. Ich habe ihn aber davon abhalten können. Der nervt immer so wahnsinnig. Meistens, wenn ich irgendwie mal singe und so, das mache ich ja auch ab und an mal, dann kommt der ins Arbeitszimmer und singt mit. Das ist schrecklich, ne? Der will dann auf jeder Aufnahme drauf sein und keine Ahnung wie. Das ist immer ganz schlimm. Und vorhin auch, ne? Er mag die Kamera, ne? Spatz. Naja, wie gesagt, ich werde jetzt meine Haare auswaschen gehen. Ich bin ganz gespannt und wir sehen uns gleich wieder nach dem Auswaschen. Tschüss. So, ich habe es ausgewaschen. Ich habe es mir jetzt auch noch nicht angeguckt. Ich traue mich irgendwie gar nicht. Danach sieht ja immer das Badezimmer aus, als wäre hier ja sonst was passiert mit dieser dunklen Farbe. Es ist ganz schrecklich. Ich habe einen Tipp für alle, die es noch nicht wissen.
Wenn ihr Farbe auswascht, vor allem auch dunkle, oder das gilt für alles, ich bin ganz neugierig, dann tut euren Kopf übers Waschbecken und tut nichts in eure Haare, sondern nur vielleicht ein bisschen Ticken Wasser. Und dann schäumt ihr die Farbe mit der Farbe sozusagen auf den Farbe, löst gleichzeitig Farbe. Das habe ich damals bei meiner Ausbilderin gelernt, als ich das noch damals so gemacht habe, beruflich. Und dann löst sich das vor allem um diese Partien herum, generell auch von der Kopfhaut. Ihr braucht ja kein Shampoo, deswegen ist meistens immer nur ein Glanzconditioner dabei, ne? Also immer schön einfach so ein bisschen aufschäumen, das löst sich, ausspülen, Conditioner rein, gut ist. Jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an. Hier ist noch beschissenes Licht. Deswegen sieht man das jetzt wahrscheinlich gar nicht so. Ich sehe gerade, ha, schrecklich aus. Tja, was sehen wir? Sieht, also im Licht sieht es rötlich aus, ne? Ja gut, das kann man eh, nass kann man das nie so genau sagen. Ich würde sagen, ich mache mich mal ans Föhnen. Soll ich das mal live vor euch föhnen? Ich föhne das mal live vor euch. Ohne irgendwas jetzt groß. Ich sehe scheiße aus. Ohne was reinzukommen. So, oh, fertig. Also, erster Eindruck, ich kann es hier in dem Licht echt nicht sagen. Jetzt mache ich nur mal hier schon Haare richten. Es sieht so rot aus. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz ins hellere Licht, ne? So, ich bin fertig. Ich habe jetzt mein Haar hier kurz ein bisschen gestylt. Ja, in dem Licht sieht das relativ rot aus. Aber ich finde, das ist seit langem eine Haarfarbe, die sowas von natürlich aussieht und die auch wirklich meinen Haarton trifft. Ich habe hier wirklich jetzt sehr doofes Licht. Seht ihr das so ein bisschen? Also ich bin total happy, auch wenn es hier jetzt sehr rot aussieht. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch nicht wirklich die Haarfarbe zeigen kann, die es tatsächlich ist so. Meine Haare riechen super gut, die fühlen sich auch seit langem mal wieder richtig schön an. Also davor haben die sich richtig spröde angefühlt. Das ist ja meistens so, wenn man sich die Haare gefärbt hat. Aber ich finde, das ist eine richtig schöne Haarfarbe. Die mir auch echt gut steht, wenn das Licht passt und man auch sieht, dass das ein relativ natürlicher Haarton ist. Ich habe echt so einen Haartick. Ich muss immer in meinen Haaren rumfummeln. Weil der Pony auch nie so sitzt, wie ich ihn haben will. Das ist total schlimm. Aber ich bin happy damit und ich hoffe, euch gefällt die Haarfarbe auch. Ist auf jeden Fall viel besser als vorher. Und ja, insgesamt würde ich sagen, Olea, super Produkt für 6,95 € mit wirklich einer riesen Koloration. Mit einem riesen Conditioner drin, den man auch noch nach 2, 3, 4 Haarwäschen benutzen kann. Für den Preis akzeptabel, da gibt es auch teure Sachen. Also ich würde mal sagen, so in der Mittel-High-End-Klasse, aber es fühlt sich gut an. Die Farbe ist schön natürlich, es lässt sich gut auswaschen. Es knitzelt auch nicht so auf der Haut, wie man das oft kennt, ne? Gerade bei so Haarfärbedingern, wo Ammoniak drin ist, da knitzelt das dann ein bisschen auf der Haut, was unangenehm ist. Das überhaupt nicht. Es riecht wunderschön, wenn man die Farbe drauf hat. Und also ich würde jetzt mal sagen, mein Haar sieht auch neu aus, aber das ist wirklich ja meistens so, wenn man sich die Haare gefärbt hat. Tja.
So, jetzt bin's ich nochmal. Ich musste schon wieder unterbrechen, weil meine Speicherkarte voll war. Und das muss ich jetzt erst alles auf dem PC überspielen und so weiter und so fort. Ich werde immer unterbrochen. Egal was oder wann ich filme oder wie oder wo, ich werde immer unterbrochen. Ob es Telefon ist, die Tür ist oder ob es die Speicherkarte ist. Ich könnte manchmal kotzen. Aber egal. So. Ich wollte ja eigentlich jetzt, ne? Ich habe ja gesagt, ich bin zufrieden und ich bin auch zufrieden. Ich finde die Haarfarbe richtig schön. Ich tue zum Schluss noch ein paar Bilder von der Haarfarbe oder von meinen Haaren mal mit dranhängen, wo man vielleicht die Farbe ein bisschen anders sieht aufgrund des Lichts. Und ja, ich hoffe, mein Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich rede manchmal total doofe Sachen und total wirres Zeug und keine vernünftigen Sätze und kein vernünftiges Deutsch. Trotzdem hoffe ich, hat es euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert mich doch bitte. Ich mache nicht nur Testvideos oder Beauty-Videos, wie man das auch immer nennen will. Ich mache auch Musik. Also ich singe ab und an mal und mache sowas. Also guckt einfach mal auf meinem Channel vorbei oder auf meiner Facebook-Seite. Ich würde mich sehr freuen. Und danke fürs Zugucken und bis bald. Und ich hoffe, bei euch schneit es nicht so wie bei uns. Ich zeige euch mal, wie es bei uns schneit. So, ach. Ist das nicht zum Kotzen? So. Jetzt wisst ihr es. So, bin ich da? Ja. Also ja, danke fürs Zugucken und bis bald und auf Wiedersehen. Und tschüss. Eure Sandra. Hihi.